großes Teil. Ziemlich großes Teil. Was geht, Leute? General Fox ist wieder am Start. Heute nehmen wir die zweite Folge im Ödland auf. Das erste Mal sind wir jetzt aus der Vault rausgekommen. Wir wurden eingefroren. Richtig fies. Wir wurden richtig fies geraubt. Richtig fies unserer Frau entraubt. Und ja, jetzt sind wir auf der Suche. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Aber wir haben ein Ziel. Covenant zu erreichen. Und dann schauen wir weiter. Bis gleich. So, sind wir wieder zurück. Muss ich mal wieder dran gewöhnen. Schon wieder eine Woche her. Schon wieder nichts. Nichts im Kopf. Ich habe die Grafik ein bisschen runtergestellt, aber ich glaube, für euch müsste es keinen Unterschied ergeben. Ein paar Einstellungen noch machen. So, dann können wir mal. Wir haben unseren neuen Begleiter. Ghost, sein Name. Ah, super süßer weißer Husky, aber auch tödlich. Ja, das ist ein Bug, aber da sehen wir jetzt mal drüber hinweg. Unsere Aufgabe ist es, nach Concord zu kommen. Ich folge jetzt einfach mal meiner Nase. Da ich keine Ahnung habe, wo Discord eigentlich ist. Auch von früher, ich keine Ahnung. Oh. Okay, unsere ersten Gegner. Ah, oh, ja, Ghost, ja, renn dahin, genau. Nummer 1. Looten tun wir später. Treffe ich überhaupt? Ja, komm, Ghost, greif an! Nummer 2. Psst! Los geht's! Greif mal schön an, Ghost! Na komm! Auf sie! Los! Guter Junge. Ja, guter Boy. Ja, schön. Auf dem Balkon. Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns. Bitte. Okay. Die Lasermuskete. Was haben wir hier? Eine Schrotflinte. Erstmal wird gelootet. Nehmen wir. Lederrüstung. Nehmen wir. Was ich ja hoffe zu finden, ist ein richtig gutes Gewehr. Denn dann kann ich mein Gunstock endlich benutzen. Mit der Pistole macht ein Gunstock überhaupt keinen Sinn. Müssen wir kurz hier alles looten. Ich habe hier noch eine Stimpak-Buchse gesehen. Ja, nehmen wir alles mit. Ich hoffe, es ist okay, dass ich so im Hintergrund ein bisschen Werbung laufen lasse. Das ist nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Ach komm schon, eigentlich schon. Dass es nicht zu ruhig ist. Von Skyrim bin ich ja Musik im Hintergrund gewohnt, was ich eigentlich ganz harmonisch fand. Ich habe extra geguckt, dass die Lieder nicht Copyright geschützt sind. Ich hoffe, dass das wirklich so ist. Oh, ich loot einfach alles. Jeden Scheiß. Mit der Hoffnung, dass ich das irgendwann mal brauche, ob als Ressource
Oder, keine Ahnung, Quest-Item. Boah, hoppala. Springer ist hier. Das schaffen wir. Müssen nur springen. Ah, zum Glück muss ich nicht physikalisch springen wie bei Skyrim. Vielleicht bin ich auch viel zu hektisch. Versuchen wir es mal mit. Ne? Was soll's? Funktioniert nicht. Nein. Okay, wir haben doch... Ist da noch einer? Nee. Wir haben eine Schrotflinte. Eine Schrotflinte. Haben wir überhaupt genug Munition? Wie gesagt, die Steuerung ist echt aus der Hölle. Ja. Aber halt nur 16 Schuss. Deswegen bleiben wir bei der Pistole, aber ich überlege gerade. Dieses Gelaber geht mir doch ein bisschen auf den Senkel. Ist halt ein bisschen ruhig. Oh, jetzt kommt doch Musik. Aber wir brauchen kein Radio für Musik. Aha. Das ist gut zu wissen. Hier haben wir noch nicht alles gelootet. Klebstoff, Aluminium. Braucht man bestimmt alles irgendwann mal. Ich will jetzt aber jetzt, auch wenn ich gesagt habe, ich loote jetzt einfach den ganzen Scheiß, will ich jetzt nicht random alles mitnehmen. Ich war jetzt total widersprüchlich von gerade eben. Schon mit Kopf looten. Ach, ich ändere jederzeit meine Meinung. Geil, Ghost. Okay, also er hat gesagt, ich soll jetzt hier die Lasermuskete nehmen. Wir bleiben, wie gesagt, nochmal bei der Pistole. Vielleicht schaffen wir... Ah, ich weiß noch nicht. Ich glaube, es ist zu früh noch für den Gunstock, weil ich halt keinen Bock habe, jedes Mal zu wechseln. Geil, Ghost. Good boy. Dann gehen wir hier rein. Safen noch schwind. Wie safet man nochmal? Ah. Nein, falsch. Wie safet man? Safen ist... Ah. Gut, dann wollen wir mal... Oh, ziemlich dunkel hier. Oh, da sind ja auch gleich Gegner. Ich weiß gar nicht, ob das letzte Mal so dunkel war. Boah, ich bin total überfordert. Ich bin im offenen Feld. Hat lang gedauert, bis ich getroffen habe. Aber irgendwie hat es ihm gar nichts gebracht. Da! Meine Chance! Yes! Nein, nichts yes! Komm schon nicht. Wie kann man nur so schlecht treffen? Kann mir das jemand verraten? Gut so. Boah, noch einer. Gibt's doch nicht. Ist alle? Ich glaube schon. Zumindest habe ich keine Schüsse mehr. Jetzt wird gelootet. Eine neue Waffe wäre nicht schlecht. Oder zumindestens Munition. Geh dorthin. Was? Nein. Der will mir immer etwas in meinen Mund legen, was ich nicht möchte. Was? Zurück nach England?
Dafür sind Amerika. Amerika. Sie ist nackt. Ui. Beruhigen Sie sich. Ghost, Mann, nachher müssen wir das alles zahlen. Musst du vorsichtig sein. Wir haben eigentlich keinen Plan B, falls meine Emotion ausgeht. Da muss ich eine andere Waffe nutzen. London. Okay, tu das. So, jetzt looten wir erstmal hier das da. Habe ich schon mal Hecken gezeigt? Ja, ich glaube, ich habe schon mal Hecken gezeigt. Ich hab's ein bisschen vereinfacht. Eigentlich müssen wir nur zu diesem Wort. Eigentlich. Das muss doch auch irgendwie schnell. Oh, ich hoffe, dass es mit den anderen Controllern besser geht. Ja, irgendwie der Thumbstick funktioniert nicht so wie gewünscht. Bin drin. Ja, ich weiß. So, ein Fusionskern. Braucht man bestimmt. Allein für die Powerrüstung braucht man Fusionskerne. Schmerzmittel, Duct Tape nehmen wir. Wir brauchen ja Klebstoff. Noch mehr Klebstoff. Und da wollte ich hin. Ich hoffe, da ist Munition. Ja, sehr gut. Oh, eine bessere Pistole. Und noch mehr Munition. Sehr geil. Gucken wir mal, was wir bekommen haben. So. Die Feuerrate ist höher. Na gut, nehmen wir. Und dann verkaufen wir die andere. Können wir eigentlich... Ja, Favoriten. Machen wir dahin. Das haben die auch irgendwie komisch gemacht mit dem Enix-Controller. Gut, ich meine, das Spiel ist nicht konzipiert für die Enix-Controller. Aber wenn ich weiß, ihr seht es jetzt nicht wirklich, aber ich muss draufbleiben auf dem Touchpad, um auf das Favoritenmenü zu kommen. Und jetzt gleichzeitig während dem Drücken, was mit dem Vive-Controller viel einfacher ist, ist es hier fast unmöglich. Weil einfach die Fläche von dem Touchpad so klein ist, die Fläche ist gerade mal so groß wie mein Daumen. Das heißt, nein. Ich könnte mit dem Daumen mein Thumbstick mitdrücken, aber auf der anderen Seite, das ist abnormal. Mit dem anderen laufe ich. Oh boy, oh boy. Ja, wir brauchen dringend eine Waffe, schätze ich mal. Um wirklich, also ein Gewehr meine ich, um wirklich von den... an sich coolen Controller wegzukommen. Ich meine, ich könnte auch gleich die Vive-Controller nehmen, aber das ist so schön, dass man so nicht festhalten muss. Und das habe ich dann beim Gewehr mit dem Gunstock ja dann genauso nicht, weil es eben an dem Gunstock dran ist. Logischerweise. Klappmesser. Aber genau, genug Gnörgel. Dann machen wir mal weiter hier. Zementzack brauchen wir nicht. Gucken, ob wir hier noch irgendwas looten können. Munition ist immer wichtig. Am besten ein Gewehr, das 10mm Munition nutzt. Gibt das, glaube ich, auch. Jedoch als Impro-Gewehr. Also Gewehre, die man selber zusammenbauen kann. Oh, Wonderglue. Och, Mann. Schon wieder Ghost. Du musst ein bisschen vorsichtiger sein. Ja gut, was? Oh Mann, erschreckt mich doch nicht immer so. Jedes Mal das Gleiche. Ach ja, die Leichen looten. Was hat denn der? Jet, Eine Gasmaske nehmen wir. Ich meine, sehen wir uns ja selber nicht. Aber was soll's, wir nehmen zur Sicherheit... Oh fuck, er ist nackt. Das Impro-Gewehr mit.
Die nehmen, glaub, 38er Patronen. Davon haben wir jetzt ja auch genug. Gib mir mal seine auch. Mal kurz die Stats anschauen. Ja, eine zu viel, können wir eine wegwerfen. Ja klar, die Lasermuskete könnten wir auch nutzen, aber ich habe da 30 Schuss. Das ist die Schrotflinte. Die braucht Schrot. Theoretisch, die können wir auch ablegen. Scheiß drauf. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Halt, stopp. Achso, wir wollten... Wir ziehen die Gasmaske auf. Lederrüstung. Und den Vault-Anzug lassen wir an, damit jeder weiß, von wo ich herkomme. Genau, das reicht. So, auf geht's jetzt. Auf geht's, 3 Tage wach. Was? Licht aus? Übrigens, den Untertitel mache ich aus. Denn man sieht ihn sowieso nicht da unten. Okay. Was sind das für Kraftausdrücke? Easy! Da. Gib mir dein Gold. Ach nee, das war bei Skyrim. Lederharnisch, rechtes Bein. Obala, sorry. Muss mich noch an die Steuerung gewöhnen. Rechtes Bein. Sehr geil. Ja, wir müssen auch an unsere Verteidigung denken. Das dürfen wir nicht vergessen. Impro-Pistole schwer. Und ein Chestpiece. Und ein Clanleder. Gucken wir mal. Chestpiece. Das ist für... Okay. Aber Chest ist bestimmt mal besser. Lederrüstung nehmen wir mit. Weil ich glaube, wir können es, Was ist das? Weil, das können wir dann quasi wiederverwerten. Ich glaube, das Leder. Geil! Clanleder. Keine Ahnung, welchen Slot das jetzt braucht, aber... Es hat uns schon mal ein bisschen mehr, Dingens... Stärke gegeben. Gucken wir uns nochmal die schwere Pistole an. Wenn ich jetzt die normal an, dann hat die mehr Schaden, mehr Reichweite und mehr Präzision. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, die werfen weg. Feuerrate, scheiß drauf. Feuerrate ist mein, mein Abzug, mein Finger. Genau. Ja, ich mag die Pistole, vor allem wenn man die ausbaut später, aber ist ja irrelevant, da wir versuchen so schnell wie möglich auf... Alter, ein Gewehr. Ja, das ist hässlich. Schnell auf Gewehr zu kommen, auf ein richtiges Gewehr, nicht so ein Impro-Gewehr. Die Impro-Sachen sind jetzt quasi nur... Nur, oh fuck, schon dunkel draußen. Nur als, als Ersatz. Falls mir mal die Munition ausgehen sollte. Schön wie die Tür zu. Und Licht aus. Licht aus, habe ich gesagt. Fuck. Komm schon, wir gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Krieg das scheiß Licht nicht mehr aus. Geh mal spazieren. Aber ich komm wieder. Und dann seid ihr tot. Wie krieg ich das scheiß Licht aus? Ach so. Falsche Taste. Okay. I can't see shit. Ich muss schleichen. Nein. Ich werde dich. Außerdem muss ich schleichen ein bisschen. Boah, er muss ja richtig tief runter. Irgendwie ist Schleichen ein bisschen. Eigentlich ist eingestellt, dass ab der Höhe mein Schleichtrigger aktiviert wird, aber ich muss richtig tief runter. Aber gut, die Select, die triggert nicht.
als wenn ich weiter hochgehe. Aber egal. Sackkapuze mit Riemen. Keine Ahnung, was das ist. Hört sich. Nein, seht ihr das? Unser erstes Gewehr. Eine Scar. Nett. Sehr nett. Boah, 308er braucht die. 308er. Okay, mit einem Legendary Mod. Macht mehr Schaden, wenn meine Energie gering ist. Nice. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Nutzen können wir sie aber jetzt noch nicht. Irgendwann mal, wenn wir genug Munition haben. Übrigens, apropos Munition. Geh mal kurz. Haben wir eigentlich Skillpunkte? Wir müssen Skills verteilen. Ha, 2 Punkte zu Level Up. Okay, das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich versuche im Schnelldurchlauf, euch zu erklären, wie Skillpunkte funktionieren. Und zwar, man aktiviert es und wir haben diese wunderschöne Auswahl, die uns mit dieser wunderschönen Melodie, Musik begrüßt. Zu jedem Attribut haben wir quasi ein Skilltree. Oh Gott. Ich hoffe, das wird jetzt nicht arg zu lange dauern, aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Stärkebaum nehmen, wir können allgemein unsere Attribute erhöhen. Also wir haben ja am Anfang, als wir unseren Charakter erstellt haben, haben wir unsere Skillpunkte verteilt für die Attribute. Und dadurch haben wir dann Zugang zu den anderen Skillpunkte. Wie wir zum Beispiel sehen, wenn wir zum Beispiel auf Stärke gehen und wollen jetzt diesen Skill freischalten, der für den Skillbaum Stärke wäre, bräuchten wir Stärke 1. Wir haben Stärke 4. Somit könnten wir mit diesem Attribut quasi bis zu dem hier machen. Sieht man auch hier an den Symbolen, die dann quasi dann bildlich sind, quasi zugänglich sind, und die nicht bildlich sind, sind noch nicht zugänglich, es sei denn, ich erhöhe mein Attribut. Selbsterklärend, glaube ich. Es geht bis hier runter, bis Level 10. Wie man da sieht, Stärke 10 braucht man, für Level 9 braucht man Stärke 9, etc. Oder wenn man jetzt bei Wahrnehmung ist, braucht man Wahrnehmung 9, etc. So, was für mich jetzt wichtig ist, da ich ja gerade schon erwähnt hatte, wir müssen ganz viel Munition sammeln, würde ich glaube, das ist bei Wahrnehmung mehr Munition finden. Nur hier gerade mal suchen. Ich gehe jetzt wirklich nicht auf jeden Skillpunkt ein. Ich meine, im Laufe des Spieles werde ich ja dann immer mal ein bisschen was erzählen. Ich sehe das so als kleine Überraschung. So im Hinterstübchen weiß ich schon, welche Skills ich nehmen werde. Zum Beispiel, wie gesagt, Munition. Zum Beispiel, dass ich mehr auf Gewehr gehen möchte, mehr auf Schleichen. Vielleicht ein bisschen Bauskills, dass man gewisse Waffen bauen kann. Feste Position zum Snipern, etc. PP. Und dann gucken wir mal. Wir haben, ich glaube, das ist es. Wir haben hier Schnorrer. Du weißt, wie man plündert, um weiter zu kämpfen, und findet mehr Munition, Behälter. Das ist das. Wir können das machen. Glück 2 ist erforderlich. Wir haben Glück 3. Und den machen wir jetzt auch. Zack. Und das können wir immer mehr. Jeden Skill kann man immer mehr skillen. Das heißt, nicht nur bei einem Freischalten ist erledigt. Nein. Manche haben 5 Level, manche haben 4 Level, die man aufwerten kann. Jedoch erhöht sich dann die Erfordernis. In dem Fall, Glück reicht aus, kann sich ebenfalls erhöhen, also die Attribute, die nötig sind. Oder halt, wie hier in dem Fall, das Level 7, das benötigt wird, um auf Level 2 zu steigen. Ups. Noch gar nicht fertig. Genau. Also jetzt haben wir schon mal das. Finde ich schon mal sehr gut. Also es ist schon eine ganz andere, ein ganz anderer Skillbomb, also vom Overlay gesehen, als jetzt bei Skyrim,
wo das ja quasi so drumherum war und auch meiner Meinung nach ein bisschen übersichtlicher war. Obwohl, nein, eigentlich ist das übersichtlicher, da man sich das Umscrollen sparen kann. Wie dem auch sei, ist ja auch egal. Ja. Hier haben wir zum Beispiel ein Skill für automatische Waffen. 20% mehr Schaden. Das ist für die Maschinengewehre dann ganz gut. Je nachdem, was für eine Waffe man hat. Aber auch die werden wir nutzen. Keine Sorge. Und das ist mein Lieblingsskill. Du bist charmant und gefährlich. Frauen erleiden 5% mehr Schaden im Kampf und sie sind... Und, also das mit dem Schaden ist hinfällig, aber uns sind in Dialogen einfacher zu überreden. Dialoge werden dann auch dementsprechend dann kennzeichentlich gemacht, wenn dieser Skill dann einsetzbar ist in den Dialogen. Besser gesagt, wenn man flirten kann. Ah, flirten ist gut. Ich mag flirten. So, wir haben noch einen Skillpunkt frei. Ich habe keine Ahnung, also ich mag es zu... Ich mag es zu Dingens Schlösser knacken. Aber ich finde jetzt gerade nicht, wir könnten den hier machen, Schatzsucher. Du weißt, wie man an die verborgenen Reichtümer des Ödlands kommt und findest mehr Kronkorken im Behälter. Geld ist auch hier eine wichtige Währung, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Aber ob ich das jetzt gleich für das verschwenden möchte... Das ist für Pistolen. Pistolen werden wir, wie gesagt, nicht so lange benutzen. So lange, bis wir kein richtiges Gewehr haben. Dementsprechend werde ich natürlich nicht diesen Baum wählen. Da Schlösser knacken. Mit deinen flinken Fingern kannst du Schlösser einfacher knacken. Außerdem hast du die Möglichkeit, fortgeschrittene Schlösser zu knacken. Bis jetzt können wir noch keine fortgeschrittenen Schlösser knacken. Hat man vorhin gemerkt in dem Haus, dass ich da noch keinen Zugang hatte. Könnten wir machen, aber... Das ist auch interessant. Kampfhund, da wir unseren Hund ja sowieso immer jetzt dabei haben werden, dein treuer Hundefreund kann einen Feind festhalten, wodurch du eine erhöhte Trefferchance irgendwas... Na, das will ich eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, in später Verlauf ist dieser Skill ganz gut. Kann, glaube ich, die Waffen wegnehmen der Feinde. Ja, das machen wir. Der Hund ist der beste Freund des Menschen, deswegen machen wir... Können wir schon den nächsten Rang... Ah ja, dann können wir gleich schon... Nee, kann man nicht. Ja, genau. Die nächsten Gänge werden dann nur sichtbar, sobald man dann wieder Skillpunkte hat. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Dass wir mal ein bisschen vorankommen hier. Ein Neckwrap. Keine Ahnung, was ein Neckwrap ist, deswegen will ich das mal kurz ausprobieren. Oh, jedes Mal drücke ich die falsche Taste. Neckwrap. Neckwrap. Neckwrap, da. Okay, da geht das Halstuch weg. Ist aber nicht so schlimm, da Neckwrap uns mehr Verteidigung gibt. Deswegen nehmen wir den auch. Und scheißen auf den, wie soll ich sagen, Fashion Mode, den wir sowieso nicht sehen. Wo ist eigentlich Ghost? Eine Funktion wollte ich noch hinzufügen, die ich aber jetzt irgendwie vergessen habe, und zwar Ghost zu rufen. Zu rufen? Mann, ey, ich red wieder komisches Zeug. Zu rufen, wenn er uns verloren gegangen ist, so wie jetzt, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Der wird schon irgendwann mal kommen. Ach, wahrscheinlich ist er schon vorgelaufen. The Boy. Model Lone. Was? Okay. Kein Bild. Ist ein Bug. Gucken wir mal kurz im Menü. Ich will mir das nochmal ganz kurz anschauen, was das jetzt war. Das da. Wahrscheinlich haben wir jetzt gerade irgendwas freigeschalten, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Mann, so, guten Tag. Nicht, Abend, meine ich. Dein Timing ist perfekt. Ah, da ist er ja. Von den Minutemen des Commonwealth. Nein, das ist es nicht. Hm. Minutemen? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit?
die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Vielleicht. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Gott verdammt. Bitte, okay. Erzähl weiter. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Ghule? Was sind Ghule? Wow. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Aber es sind trotzdem Menschen. Nicht. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Gott sie reißen verdammt. Dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Dann lass mal hören. Sturges, sag's ihm. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45-Power-Rüstung fürs Militär. Das ist Wahnsinn. Lass mich bitte ausreden. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Minigun, das wollte ich hören. Klingt gut, was? Es gibt nur einen Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir aber wissen, wir kommen wo man nicht findet. In das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Ich habe mir den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Ja. Nette Leute. Deswegen war es gut, dass ich den Fusionskern schon mal mitgenommen hatte. Ich hatte es echt nicht im Kopf, dass er wichtig sein wird. Also jetzt in dem Moment. Aber sehr cool. Nicht so cool sind die Ghule, aber... Naja, das werdet ihr schon selber sehen. Wenn wir schon bei coolen Sachen sind, wir haben hier, ich habe drei wichtige Sachen hier. Und zwar fangen wir mit dem Heft an. Ausgezeichnet. Hefte, Comic-Hefte findet man überall im Ödland. Und die geben quasi Skillpunkte frei. Skillpunkte oder halt Talente, wie man es nehmen möchte. In dem Fall haben wir jetzt gerade eine Holodisk, glaube ich, freigeschalten. Müssen wir gerade selber gucken. Hier, Atomic Command, was ist das? Ein Spiel! Piu, piu, piu. Indem wir total failen. Deswegen quitten wir auch, sonst wird's peinlich. Sehr schön. Also manche Hefte geben Skillpunkte und manche wiederum kleine Minispiele. Und da hinten dieses kleine süße Ding. Auf die fahre ich total ab. Mini. Oh, ich erinnere mich. Dazu gleich. Dieses kleine Ding. Diese kleinen Sammlerstücke. Eine Wackelpuppe. Bingo. Und zwar eine Wahrnehmungswackelpuppe. Die uns dann quasi die Skillpunkte dauerhaft um 1 erhöht, je nachdem welches man dann findet. In dem Fall die Wahrnehmung. Super geiles Teil. Die kann man alle sammeln und später in seinem Haus alle schön aufstellen. Genauso wie die Hefte. Egal. Handnotiz. Was ist mit dir los, Kleiner? Nein, ich will nicht klauen. Ich will mit dir reden. Vor allem aber nicht mit der Waffe. So. Was ist los? Mister? Nein. Nein. Okay.
Dann lassen wir dich mal am besten zur, in Ruhe. Madame? Alles klar? Das sind unsere Leben, mit denen du spielst. Hörst du mir zu? Um was geht's denn? Die Minutemen sollten uns beschützen. Gabi hat es versprochen. Versprochen! Okay. Sind alle so gestresst? Ma'am? Ma'am. Wen hat Dogmeat uns denn da gebracht? Ach, ihr kennt euch! Er ist also dein Hund? Oh, er ist nicht mein Hund, nein. Dogmeat ist absolut eigenständig. Einen solch freien Geist kann man nicht besitzen. Er sucht sich seine Freunde aus und bleibt bei ihnen. So wie bei dir. Ich habe es gesehen. Nur zur Info, bei mir heißt er Ghost, im eigenen Spiel heißt er Dogmeat, ich hab's geändert, da mir Dogmeat ein bisschen zu... Naja... Ich finde Dogmeat ist ein scheiß Name für einen Hund. Aber muss jeder für sich selbst wissen. Du hast es gesehen? Das sind die Camps, Kind. Sie verleihen der alten Mama Murphy das dritte Auge. Schon seit ich denken kann. Was ist das dritte Auge? Ich kann ein bisschen von dem sehen, was war und sein wird. Und sogar von dem, was gerade ist. Und jetzt gerade sehe ich, dass etwas kommt. Angezogen von dem Lärm und dem Chaos. Und es ist... wütend. Oh oh. Oh, da haben wir jetzt, weil wir Charisma ja so hoch sind, haben wir jetzt eine besondere, besonderen Dialog, den wir auch nutzen werden. Was ist es? Mama Murphy, ich muss noch mehr wissen. Bitte. Ich sehe... Das. Ich sehe mehr. Oh, das ist so schrecklich, Kind. Clown. Und Zähne und Hörner. Das Angesicht des Todes. Mehr schaffe ich nicht. Das ist alles. Jetzt brauche ich Ruhe. Und du hast einen Auftrag zu erledigen. Also, Sturges ist zwar groß, aber kein guter Kämpfer. Das musst du übernehmen. Wird gemacht. Ich hab keine Angst. Hallo? Der Teufel. Ich bin der Teufel. Gell, Ghost? Ja. Good boy. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir uns mal auf den Weg nach draußen und gucken, wer dieser besagte Teufel ist. Von dem irgendwie alle reden. Natürlich gucken wir, ob wir hier noch irgendwie Munition looten können. Nachher werden wir, ich glaube, im späteren Verlauf überschüttet werden von Munition. Aber wir müssen halt mit allem rechnen. War ein bisschen dunkel hier. Wir nehmen die Kronkorken. Eine Dingens. Log-Dingens-Buch. Speichern. Und da ist unser besagte Powerrüstung. Gucken wir uns nochmal von außen an. Ist halt ein altes, rostiges Modell. Ja, aber besser als gar nichts für den Anfang. Und ich sagen, let's do this. Zack. Okay, Licht an. Ups, falsche Taste. Energie ist... Ist Energie drin? Ich glaube schon. So, Headlamp ist an. Ja, 50% Energie. Dann würde ich sagen, los. Hört sich mächtig an. Und da ist unsere Minigun, die wir uns fortan auch gleich schnappen, aktivieren. Wie viel Munition habe ich denn? Keine Ahnung. Das können wir, glaube ich, kurz checken. Wenn mich das jetzt einfach mal gerade interessiert. 1270, ja locker. Dann würde ich sagen, los geht's.
Ich sehe zwar nichts, aber... Gehen wir gleich runter. Komische Geräusche machte ich, dachte gerade, ich hätte ein Jetpack oder sowas. Was war das? Oh, oh. Ach du Scheiße. Oi, 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 oi. Großes Teil. Ziemlich großes Teil. Nehmen wir ein bisschen Entdeckung. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ein Nachtsichtgericht wäre nicht schlecht. Da läuft er. Ja, soll er mal ruhig unsere restlichen Gegner... Ach du Scheiße, jetzt kommt er wieder. Boah, fieses Teil. Oh, überhitzt. Man kann ruhig sagen, ohne diese Rüstung wäre ich down. Wäre ich sowas von down. Oh, fuck. Und auch im späteren Verlauf sind diese Todeskrallen, wie sie genannt werden, gar nicht so einfach. Ich denke mal, das ist... Oh, Ghost. Denke ich, ist das jetzt ein Standardbasis. Todeskralle. Komm, Kleiner. Nimm's den Pack. Yes! Mit dem 360 umgebracht. Sagt die Energie. 50% HP ist okay. Ja, wahrscheinlich heilen könnten wir uns trotzdem mal. Wenn ich denn da drauf kommen könnte. Ach, ist das Elend. So funktioniert das nicht. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Was hat die Todeskralle? Geld und die Hand. Die Hand braucht man zum Craften später, wenn man eine Todeskrallen-Nahkampfwaffe bauen möchte. Mächtiges Ding. Sieht auch toll aus. Aber müssen wir jetzt nicht unbedingt haben. Oh, eine Hunting Rifle. Das ist gut. Die können wir dann auch verlängern, weil die jetzt in Kurzform ist. Ich loot hier jetzt erstmal den ganzen Scheiß. Quest haben wir erfolgreich absolviert. War ja auch jetzt wirklich nicht so schwer. Aber ich denke mal, das ist normal am Anfang. Die Schwierigkeit ist, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal gesagt habe, die Schwierigkeit ist auf schwer eingestellt. Wie immer, damit es schön interessant bleibt. Leicht kann jeder. Sehr geil. Auf jeden Fall richtig guten Loot. Ja. Okay, Ghost. Aber auch so mächtig diese Rüstung auch ist, ehrlich gesagt, bin ich nicht so der Fan von dieser Rüstung, also ständig mit dieser Rüstung zu laufen. Oh, nutzen wir kurz diesen Moment und schauen uns den wunderschönen Sternenhimmel an. Am besten auch mit Licht aus, um zu gucken, wie das eigentlich im Spiel aussieht, wenn komplett die Sonne weg ist. Die Oberfläche wird nur rein von den Sternen beleuchtet.
Ich finde das richtig schön, richtig immersiv. Man muss im Dunkeln vorsichtig sein, wie bei Skyrim auch. Muss man mit allem rechnen. Ich glaube auch, dass die Spawnrate auch entsprechend angepasst ist, dass in der Dunkelheit auch mal gefährliche Gegner spawnen könnten, im Gegensatz zu Tag. Ich finde es nice. Ich finde es sehr nice. Was ich noch machen wollte, ist, das ist aber natürlich nicht immersiv, dass ich als normalmenschlicher Sterblicher so eine Riesenwaffe tragen kann. Dementsprechend wechseln wir auch gleich wieder zu unserer Pistole. So, ist schon besser. Ich wollte noch, aus der Mitte des Raumes, wenn ich schon wieder gegen die Wand laufe, ich wollte noch den Safe knacken, den wir letztens mal nicht knacken konnten, weil ich den Skill noch nicht hatte. Ich glaube, das war der hier. Das Schloss kriege ich nicht auf. Experte. Experte sind natürlich, wie der Name schon sagt, höher als fortgeschritten. Ach, übrigens, wir können in diese Häuser noch rein. Da, wo überall diese Lampen sind. Was ist denn? Warten. Ghost hat irgendwas gefasst. Was ist denn? Können wir weitermachen? Okay. Machen wir das jetzt schnell. Also, solange wir noch hier sind. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Dementsprechend gehen wir nach hier rein. Mal gucken, was uns hier noch so erwartet. Ich hoffe, irgendwas Spannendes. Oh, heilen könnten wir uns mal. Ich komme leider nicht auf das Ding, wie gesagt. Müssen wir halt auf die konventionelle Methode... Ach, oh Gott. Konventionelle Methode greifen. Und uns eben im Menü heilen. Eins zu viel. Naja, aber egal. Was soll der Geiz? Ich hab genug. Also, wir sind hier in so einer kleinen Fabrik. Hier geht's auch wieder nach draußen. Mal gucken, was wir hier so finden. Wow. Ich erschrecke mich jedes Mal an meiner Sprachsteuerung, die mich gerade erinnert hat, dass ich langsam die Aufnahme beenden sollte. Aber ich mache mir da keinen Stress. Wie ich ja, oder wie ich denke, was ihr in meinem letzten Video über mein Deep Talk hoffentlich gesehen habt, worüber ich gesprochen habe, dass ich mir da jetzt eigentlich keinen Stress mehr mache. Und mir es auf den Spaß ankommt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Verbessertes. Könnte sein, dass das Expert eine Stufe nach verbessert ist und verbessert eine Stufe nach fortgeschritten. Bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall können wir es nicht öffnen. Dieses Gebäude war totale Zeitverschwendung. Ja gut. Würde ich sagen, gehen wir zurück, die Quest abgeben und dieses Gebäude... Ach komm, was soll der Geiz? Komm, dieses Gebäude machen wir jetzt noch schnell. Okay, ein kleiner Diner, schätze ich mal. Ja, manchmal hat man auch Gebäude, wo einfach nichts drin ist oder wo man einfach zu früh gekommen ist, weil man einfach die Skills nicht dafür hat, um zum Beispiel jetzt Schlösser zu knacken oder Computer zu hacken. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Müsste man gleich den nächsten Skillbaum in Schlösser knacken erweitern, damit sowas dann halt nicht vorkommt. Ah, das ist alles. Ist alles verbessert. Ich glaube, das bedeutet dann für mich, dass ich irgendwann mal hier wieder zurückkehren sollte, möchte, um. Oh, okay. Die lassen wir lieber in Ruhe. Keine Ahnung, was sie davor hatten. Wieder zurückkehren sollte, um die gewissen Schlösser dann nochmal zu knacken.
Damit sich das überhaupt gelohnt hat, Öl nehmen wir mit, hier unten gewesen zu sein. Also zumindest weiß ich jetzt, dass in den zwei Gebäuden, die jetzt für uns jetzt nichts gebracht hat, was drin ist, was enthält, was sich lohnt, auf jeden Fall zurückzukommen. Ob sich das wirklich vom Inhalt lohnt, das kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich nicht. Kronkorken 5 oder so, aka Skyrim typisch. Oh, war nix. Ja gut, dann wieder raus. So. Ja, Ghost. Dann gehen wir jetzt mal die Quest ab. Und dann... denke ich mal, war's das für heute. Und mal erstmal gucken, was dieser Garvey für uns zu sagen hat. Immer mit der Ruhe, Mama. Mach keinen Aufstand. Euer Held ist zurückgekehrt. Und trotzdem sind sie so depressiv. Wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Gern geschehen. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen, der sicherer ist. Also, als wir uns trafen, hast du etwas über die Minutemen gefragt. Eine Sache solltest du über uns wissen. Wir helfen unseren Freunden. Hier. Für alles, was du getan hast. Danke. Danke. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Was würde ich denn tun müssen? Du musst stark bleiben. Wie zuvor. Denn dein Schicksal umfasst noch mehr. Ich habe es gesehen. Und ich kenne deinen Schmerz. Okay. Mein Schicksal? Was meinst du damit? Du bist ein Mann ohne Zeit. Ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Ich wusste es. Bitte sag mir, wo er ist. Ich muss meinen Sohn finden. Ich kann ihn nicht sehen. Nicht klar. Aber ich spüre seine Lebenskraft. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Siedlung in der Gegend. Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer als das hier kann es wohl kaum. Wartet, entspannt euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Und? Ich? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Und geht zwar wieder zurück nach Sanctuary, also unsere kleine Vorstadt. Aber ich denke mal, fürs Erste machen wir jetzt hier erstmal Schluss. So, ein bisschen spannend fand ich das jetzt schon. Allein schon die Story. Es ist nicht unsere Hauptstory, aber trotzdem ist die Side-Story schon interessant. Ich meine, mal Hauptstory hin oder her. Ich glaube, das ist wie bei Skyrim auch, dass jeder Weg interessant sein kann und wir nicht unbedingt diese Hauptstory folgen müssen. Auch wenn es doch... Halt, stopp. Es ist zum Teil doch ein Teil der Hauptstory.
Aber man ist nicht gezwungen, diese zu spielen. Darauf wollte ich hinaus. Auf jeden Fall, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir dann die dritte Folge starten, uns nach Sanctuary begeben und vielleicht unseren neuen Freunden ein kleines Zuhause schenken. Seid dabei, ich freue mich. In dem Sinne, euer Andrew Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.